So, ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test Wunderwelt. Oh, ich werde 6 Leute an. Walker. So. Ja, vollste Folge für diese Woche, für mich. Mal schauen, wo wir überhaupt waren. Genau, wir waren gerade dabei, wir haben das Dachgestell gebaut. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir überhaupt noch leben. Jumbaya. So. Ach, dauert das mal ewig, ey. Ach, Menschen. Halbe Folge schon wieder vorbei hier. Kann ich mal auf meinen Test umschalten? Ja. Oder auch nicht. Jetzt. So. So. Oh, wir sind immer noch da. Alle Teile. Oh, alle Bäume sind gewachsen. Sehr gut. Sind hier auch alle Bäume gewachsen? Ja, alle Bäume gewachsen. So, als allererstes will ich mal gucken, wie es unseren Beeten geht. Oh, hier ist auch fertig. Da ist ein fucking Löwe. Krokodil. Genau, komm mal her. Gut, da kann ich nicht hoch. Oh, egal, können wir einfach hier. Na, komm mal her. Lass mal Pflanzen rüber. Trapp an, Mädel. Was ist denn überhaupt oder was? Keine Ahnung. Wie steckt er da gerade irgendwie fest? Naja, bin interessiert. Ich baue mal das Zeug ab. Ah. Der Junge wehrt sich ja gar nicht. Was ist denn los mit dem? Sei mal ein Mann, Bitch. Wow. Voll das gefährliche Krokodil, Leute. Ich hab richtig Angst. So. Wir haben wieder ein bisschen Saat. Und der Inventar ist auch schon wieder super überfüllt. Dann bauen wir das gleich mal wieder an hier. Hey. Jo. Jutchen. Wird schon wieder dunkel. Sehr geil. Mal schauen, ob wir jetzt ein Brot backen können. Da können wir nicht mal gucken, ob es mit den Händlern funktioniert, dass wir da irgendwie, Achso, man braucht ja garantiert auch die Schüssel, ne? Aber mit dem... Oh, ob man mit den Leuten auch handeln kann. Ja. Cleanstone braucht man da. Okay. Das sollten wir hinbekommen. Guck mal, wir haben jetzt sogar noch Saplings. Ja, egal. Erstmal hier ein bisschen Inventarplatz schaffen. So, wir haben... Was ist noch mal? Ach, da ist Stein. Dreimal Stein brauchen wir. Und dann würde ich mal sagen, Stein nach da. Und dann geht's los. Dankeschön. So.
Weg, 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 alles weg. Danke. Wobei, wir müssen noch Stöcke haben, oder? Ja. Wollte gerade sagen. Dankeschön. Du kommst noch da, du kommst weg, du kommst noch da und dann, ja, I don't know. Irgendwie so. So, und du kommst. Wo ist da? So, brauche ich auch wieder Holz. Gut. Okay. Na, na. Oh, gut, der kann hier niemals im Leben wachsen. Ein bisschen aufräumen hier. Ah, das ist auch ein bisschen eng. Das ist auch ein bisschen eng. Ah, killt er gleich sein Brot. Gut, die anderen Bäume hier sind alle weit genug entfernt. Okay. Ah, das ist ja, die machen wir auch weg. So. Rein mit dir. Dich packe ich auch da rein. Ja, wir bräuchten mal eine Futterkiste, ne? Ich lasse erstmal. Oh, halt, du nicht. Ich lasse euch erstmal da drin. So. Alter, ich bin bloß im Hals, ey, ist ja schlimm. So. Du. Und du kommst damit rein. Sehr gut. Bin mal gespannt. Jetzt habe ich drei Brote und hier ist ja so ein armer Wanderer. Ah. Okay, man kann das so anklicken. Interessant. Hä? Okay. Ja, eben, das ist der richtige Händler. Das ist ja kein normaler Bürger. Deine Mutter. Ich muss übrigens mal wieder meine Kopfhörer lauter stellen. Die sind noch relativ leise. Wie mir scheint. Oh, süße Bär. Panda. Haben wir mal so ganz normalen NPC? Dem scheint fast nicht so, gell? Na gut. Wenn wir mal wieder auf einem NPC treffen sollten. Haben wir zumindest Brot dabei? Easy. So. Guck mal, hier sind zwei Dinger übereinander. Das wird gar nicht grün. Ich schätze mal, weil der zu weit oben ist, um grün zu werden. Und der wird nicht grün, weil auf ihm ein grün, ein anderer Block drauf ist. Und dementsprechend verkünden sich die beiden gegenseitig hier, dass hier irgendwas grün wird. Jetzt die Frage, weil ich hier auch einen grünen Punkt drauf setze. Ob der obere der schneller grün wird als der braun wird oder ob der braun wird und dann auch beide grau bleiben. Braun bleiben. Möchte auch. Naja. So, wir machen unser Haus weiter. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Dann schauen wir mal. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich in den Aufgang machen möchte. Zu der Plattform. Ich meine, wir könnten natürlich gucken. Aber kurz, wo ist der Hauptweg? Ich meine, hier ist kein Weg, hier ist ja der Fluss. So, das heißt, wenn man zu dem Haus möchte, vom Spawn aus, dann muss man ja wahrscheinlich eh hier lang. Ja, weil das ist ein Gleis. Gibt es den offiziellen Weg irgendwie zu dieser Seite des Ärmelkanals? Hier ist auch kein richtiger. Ja, doch, hier ist ein Weg, aber nur zu dem Haus hier. Ja, und der Weg endet dann hier einfach. Ja, ich weiß ja nicht. Guck mal, hier ist ein Mensch. Ganz normaler Mensch. Oh, nee. Mit dem kann ich auch handeln. Konnte ich schon die ganze Zeit mit allen handeln oder bin ich jetzt einfach nur. Ah, genau, hier, nicht gezähmt. So, wenn ich jetzt dir jetzt ein Brot gebe. Oh, er folgt mir auch sogar. Wie so ein Tier, Alter. Ha! Was eine Bitch. Guck mal, ich hab Brötchen. Hier, komm, folg meine Brötchen.
Ja. Der braucht aber noch 5 Brote. Ja. Gut, brauchen wir also definitiv ein bisschen mehr Brote, um einen Menschen zu zähmen. Das klingt schon sehr abstrakt, das Ganze. Ja, wir brauchen definitiv mehr Brote. Okay. So. Wände. Wir ziehen mal hier ein paar Wände ein, brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Ich würde mal sagen, dadurch, dass die Bäume hier alle gerade gewachsen sind, fällen wir erstmal die Bäume hier. Das macht bestimmt mehr Sinn, weil da können die nämlich schon mal wachsen. Während wir hier, das war das falsche Holz. Egal. Ich kann über dieses Raufklettern hier, ey. Sehr schlimm. So. Komme ich mir vor wie so ein Profi-Gärtner. Oh. A thunderstorm is incoming. Halt an, I need Achtung, Achtung. something. Der Luftschutzwarndienst gibt bekannt. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, einen Keller oder eine behelfsmäßige Deckung auf. Ich wiederhole. Nö. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, Aber einen noch nicht. Keller oder eine behelfsmäßige Deckung auf. Ende. Süß. Wir werden einfach so sterben, oder? Ja, wir werden einfach so sterben. Lol. Ja gut, aber viel Schaden haben wir jetzt nicht bekommen. Aber er müsste die Blitze nicht eigentlich bei den Bäumen einschlagen. Mit dir. So, wir machen mal hier weiter. Ich schätze mal, solange wie wir unter den Bäumen sind, sind wir eh nicht wirklich in Gefahr. I don't know. Der muss dahin. Egal. Höchstens, wenn wir hier gleich auf der Baumkrone oben drauf sind. Alter, der brennt ja alles. Gibt es hier Feuerausbreitung oder bleibt es, geht das Feuer automatisch wieder weg? Aber schön, wie der deutsche Wetterdienst uns davor gewarnt hat. So, jetzt mal wieder in Gefahrenbereich, weil jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir wieder. Obwohl, voll. Wenn der Blitz einfach gerade von oben nach unten durchgeht, dann ja, wären wir jetzt trotzdem in Gefahr. I don't know. Naja. Ich meine, ein bisschen gekitzelt wurden wir ja schon, aber hat gerade mein halbes Herz abgezogen. Das ist also nicht so die Welt. Aber schon schön anzusehen. Nein, da oben sind. Verdammt. Ah, ne, falls wieder ausgegangen. Okay, gut. Wobei man auch sagen muss, oh, schon vorbei. Müsste jetzt nicht jetzt der Wetterdienst auch wieder Endwarnung geben? Weiß ich gar nicht. Ich pack mir einen Kakao. Weg mit dir. So. Haben wir irgendwas zu essen dabei? Nee, ne? Wir haben gar nichts dabei.
So, wie sieht es eigentlich mit Zappings aus? Wir haben ein. Willst du mich verarschen? Wir haben drei Bäume abgebaut und haben ein Sapling bekommen. Ist nicht euer Ernst, oder? Ich meine, ein paar Blätter sind da noch, aber da werden garantiert keine zwei Saplings draus droppen. Wollt ihr mich gerade verarschen? Ich muss hier by the way mal gucken, dass ich hier Dinger ein bisschen tiefer mache. Tja, mache ich das so. Wie markiere ich wohl mal die Saplings? Ich mache einfach die Sapling rein. Hier lasse ich mal den Baum stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, du, da war der Baum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. So. Und als nächstes kommst dann du. Und dann lasse ich den von vornherein den untersten Baumstamm stehen. So lange, bis ich wieder genug Saplings habe. Das ist ja blöd, Alter, habe ich. Ja. Drei Bäume abgebaut und nur ein Zeppelin bekommen. Oh, ich muss dahin. Das ist ja richtig abfuck. Hoffentlich kriege ich jetzt bei dem Baum 5 Saplings, sonst, ja, weiß ich nicht. Müssen wir noch mit Bäume sammeln. Gut, einen haben wir schon mal. Och nö, ernsthaft jetzt. Ach, fuck. Na, was soll's. Mit der Axt geht's ja ratzfatz. Von daher. War jetzt wieder mal eine unsichtbare Sicht aktiviert. Die kriegt schon stockert jetzt so leicht. Sind da so viele Objekte auf an der Stelle oder was? Ah, noch ein Sapling. Yay! Noch ein Apfel. Auch noch ein Apfel. Aber alles in allem sieht es trotzdem schlecht aus. Und es wird immer noch ein Zeppling. Ja, mal schauen, was uns der nächste Baum bringt. Erstmal will ich mal gucken. Alle, die wachsen noch alle relativ langsam. Ein bisschen mehr. Ich muss mal kurz gucken. haben wir eigentlich. Wir müssen uns erstmal für uns selber mal ein paar Brote machen hier. Wobei, was laber ich? Wir haben nur so noch genug zu essen. Aber wir können die Sachen hier nochmal einpflanzen. Können wir mal langsam in die Brotproduktion gehen. Aber weißt du was? Wir essen mal hier einen wunderbaren, leckeren Apfel. Alles perfekt. Ach, so krank, Alter. Diese Äpfel sind so OP. Das ist schon echt heftig. Und ich habe gesehen, bei. Weil wie gesagt, ich kenne die Bäume ja auch von meinem Server. Ich habe ja auch einen Isabel-Server. Da sind ja auch die Bäume vorhanden, weil die gehören zur Isabel-Mod. Und bei meinem Server sind die Bäume sogar super nah am Spawn. Also wirklich. Vor allen Dingen auch ein riesiges Gebiet, wo ganz viele von solchen Bäumen wachsen. Ah, ist das schon echt ein bisschen pervers. Machen wir hier dich hier weg, damit man hier ein bisschen hochklettern kann. So, ich pack euch mal bei die da rein. Genau. Gut. Dann kommt der nächste Baum. Aber wenigstens kriegt man hier doch ein bisschen ordentlich Holz. Nur wir brauchen aber auch noch extrem viel Holz. Von daher weiß ich nicht. Ah, gute Frage. Ich weiß ja nicht, wie viel Holz wir brauchen. Aber ich meine, 4, 4, also wir haben 9 mal 4, allein das sind 36 Holz, was jetzt nicht so viel ist. Aber die Verstrebung um ist so nochmal, sind immer 5, ne? Und da haben wir 3, 6, 12.
12 mal 5 sind auch nochmal 60 Holz. Plus die 36 Holz. Und die war Überblüpse. Also wir kommen auf über 100 Holz pro Etage. Das heißt, das alleine würde schon mal für mindestens zwei Etagen reichen. Also es geht eigentlich. Das geht eigentlich. Haben wir wirklich eher das Problem, dass Holz keine unendliche Ressource ist, weil uns die Saplings ausgehen. Was natürlich schon arg scheiße ist. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus dem Haus aufbaue. Wobei, ich komme da gar nicht ran. Okay. Ich sehe, war alles geplant davon, die Wissenschaft. Oh, ich habe den letzten Baum schon abgebaut. Böser Junge. Oh, drei Saplings. Ja, leck mir am Arsch. Geil. So muss das laufen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man... Der ist gezähmt. Dich werden wir behalten. Sobald wir genug Brot haben, dann haben wir. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das ist Link aus dem Spiel Zelda. Genau, Zelda. Dammit. Hoffentlich stirbt er jetzt hier drin nicht, weil, keine Ahnung, unmenschliche Behandlung oder so. Aber weil. Ja, spring nur so viel du möchtest, du Lackaffe. Eines Tages gehörst du mir. Moderner Menschensklavenhandel. Dings. Da, da. Gut, der unterste Baumstamm war jetzt völlig umsonst, aber egal. Schon wieder die gleiche Stelle? Ernsthaft? An der Stelle ist der Baum defekt, ich schwör's. Das liegt nicht an mir. Sag mal. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Tschüss. Was will dieser Drecksbaum von mir? Und du stehst hier die ganze Zeit rum, ja? Verpiss dich mal hier. Ey, da haut er mich hier einfach. Oh, ich ja schon. Wir sollten uns doch noch ein Schwert zulegen, gell? Fällt mir aus. Wah, aua. Ja, was soll da oben? Das ist mein Haus. Runter von meinem Haus. Hier, ich hau dir so einen in die Fresse. Oder kannst du mal sehen, wo der Opa bleibt? Ja, aber ja. Ich smash dich weg mit dem Smash-Weg-Wecker. Na, ich häng fest. Blöder Baum. Hui, hui, hui. Ach nee, das war falsch. Ach, egal. Nehmen wir mal das hier. Dieser blöde Baum. Er fällt da andauernd runter. Ich stelle auch nur durch den Kackbaum hier. Du Arsch. Was ist los mit dir? Hast du Lack gesoffen oder so? Was will denn der eigentlich aus? Was ist los mit dem? Ach, jetzt flüchtest du, ja? Komm mal her, du Wichser, du. Aua! Boah, der hat 135 Leben. Heilige Scheiße. Warum hat der so viel, Alter? Der hat noch nicht mal eine Rüstung, der Penner.
Der kriegt aber nur extrem wenig Damage, Alter. Oh, verdammt. Der braucht mich nur zweimal hitten ohne Werkzeug. Ich bin tot. Und ich muss den mitten schwer 20.000 mal hitten, obwohl der irgendwie nicht mal eine Rüstung anhat. So, jetzt gehen wir mal den offiziellen Weg. Der war nicht da, sondern wir mussten hier lang und dann da lang. So was genau. Ist ja gut jetzt hier. Hallo? Stocker des Grauens. Unser Haus müsste irgendwo in diese Richtung gewesen sein. Nein. Irgendwo in diese Richtung gewesen sein. Da sind die ganzen Erdbeerbäume. Genau, da ist unser Strand. Noch ein Krokodil, interessant. Lebst du noch? Ja. 29 nur noch? Warum so wenig? Oh, was ist jetzt hier? Kein Bock mehr. Wir brauchen möglichst schnell, möglichst viel Brot, damit Link überlebt. Oder ist das Linkinchen? Eben, die Frage ist, sollen wir uns einen Mann oder eine Frau? Das ist ein Mann, ne? Ein Männlein. Ne, ist eine Frau. Ist das ein Mann oder eine Frau? Ja, man erkennt so schwer. Ich glaube, fast ist eine Frau, oder? Ja, ist eine Frau. Okay, das ist natürlich blöd, weil wir selber sind ja auch eine Frau. Schwierig. Aber nicht unmöglich. Hauptsache, die Kamera läuft. So, okay. Jetzt wollen wir mal hier, ne? Mal ein bisschen, genau, Bäume abbauen. Ich habe völlig vergessen, was wir eigentlich gerade machen wollten. Irgendwie sind wir jetzt 20.000 Mal mit dem Baum runtergefallen. So scheiße, Alter. Geht doch. Ist einfach mal konzentrieren, ja. Wird da wohl nicht so schwer sein, ja. Holy moly. Holy moly. Haha, geht doch. So. Gut. Wir haben es geschafft. Wow. Okay. Ich wünschte, man könnte sich einfach Brot kaufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es irgendwo einen Handel gibt, einen Laden oder sowas. Ah, schau mal, hier direkt einer. Oh, that's good. That's some good shit. Ja, yeah, sogar zwei. Sogar drei. Holy moly. Wir werden überhäuft von Geschenken. Leck mir Morsch. That's not bad at all. Alter, wir haben so viel Plus gerade gemacht bei den letzten beiden Bäumen. Meine Fresse. Das ist doch total verrückt. Können wir hier direkt einpflanzen. Ey, diese Fackel. Hier direkt einpflanzen. Und hier direkt einpflanzen. Und wir haben immer noch 5 Plus. Like, what the fuck? Meine wieder. Das war mal ordentlich. Ne, wo es bei den ersten Bäumen so super mau aussah. Das ist halt das Schöne an Wahrscheinlichkeit. Ne, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Also angenommen, man hat einen Baum. Das war das Problem. Wenn man diesen einen Baum fällt, kannst du halt das Problem haben, dass der Baum nichts droppt. Sprich also, du hast eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du am Arsch bist. Bei zwei Bäumen, hat man ja auch gesehen, kann es auch die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass man bei zwei Bäumen auch als Loser rausgeht, dass du also am Arsch bist. Aber je mehr Bäume du fällst, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du unterm Strich mit Verlusten rausgehst. Wenn du im allgemeinen Durchschnitt mehr als eins zurückbekommst. Ne?
Das heißt, wenn jetzt hier, wenn ich jetzt hier bei den Bäumen im Durchschnitt 1,5 rausbekomme, dann habe ich also bei 9 Bäumen, die ich hatte, im Durchschnitt danach 13 bis 14. So. Das heißt aber nicht, dass ich auch wirklich 13 bis 14 habe, sondern es kann halt sein, dass ich wirklich nur mit, weiß nicht, mit 10 rausgehe oder vielleicht sogar nur mit 9 oder mit noch weniger. Aber ich habe im Durchschnitt trotzdem halt so viel Gewinn, dass ich auf lange Sicht immer Gewinn mache, wenn man genug Bäume hat. Und deswegen muss man auch wirklich immer gleich so viel wie möglich sammeln. Und sich nicht mit dem Minimum zufrieden geben, weil es kann halt sein, dass der Minimum nicht ausreicht. Ja. So, was machen wir denn? Wir brauchen das Brot, verdammt. Wir müssen Link retten. Na gut, machen wir nächste Folge. Guck mal, wie schön die Bäume leuchten. Naja, bis dann.